So Leute, herzlich willkommen zur größten Blamage aller Zeiten. Wir haben jetzt nur noch, Moment, wie viel? Zwei Leute übrig. Und war noch nicht mal gegen die S-Bahn gekommen. Das finde ich sehr traurig. Ich heule mich gleich den Schlaf. Da vorne wartet sie, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Alter, Leute. Das ist gerade richtig bitter. Aber so richtig scheiße. Weil irgendwie habe ich gar keine Unterstützung, ne? Die sind wohl auch alle tot, ne? Das Leben ist hart, Mann. Ein Supertrank. Wie setze ich den ein? Hat wieder keine Ahnung, ne? Wunderbar. So. Gegenstand benutzen. Weg mit. So, setz. Gott, hab ich viel Supertrinke. Und ich weiß das nicht mal, Mann. Bin ich so hohl. Leute, Leute, Leute. Da oben war noch einer. Jawohl, endlich Unterstützung. Leute, Leute, Leute. Es wird Zeit, dass wir irgendwie wieder alle wiederbelebt bekommen hier. Ich habe nämlich irgendwie überhaupt gar keinen Bock. Alter, Leute. Leute, Leute, Leute. Ach, hey, jetzt ist er langsam. Alter. Leute. Wie von den Oberst Schmitz. Sag mal, immer die Deutschen hier, oder was? Schafft verdammte Kacke. Alter Schlappe. Warum hat die überhaupt so einen riesen Apparat, wo sie mit sich rumschleppt? Guck die mal an, warum sind die eigentlich total schwarz in das Neger, Alter? Oh. Schaut euch doch einfach mal an. Das ist ein kleines, dünnes Mädchen. Wie kann das so einen riesen, was auch immer, Streitkolben, glaube ich, ist das, durch die Gegend schleppen? Oh. Was ist, ja, was ist? So, ist das die S-Bahn oder was? Wollt ihr mich verarschen? Glaube ich nicht. Nö. Ach nö. Das ist der Typ. Der freut sich. Ach, da. Kann ich ein bisschen Krieg spielen. Bastard. White Thunder is headed for Togoreth. Now we just need them to wait until he gets there, as General Kator planned. Na dann. Inform the troops in Togoreth. Informieren wir. Attention, all troops in Togoreth. Der Gusabi. Gusabi. Schon wie ein Gemüse. Oh Mann. Es wundert mich irgendwie, dass überhaupt noch welche leben. Get ready. Aha. I'm going to help you test this new model. Was ist das? Die sind alle tot, Leute. Warum stehen die in der Animation da rum? Jetzt kommt der Kampf und bin ich ganz allein. Klasse. Ich muss mich doch verarschen, Alter. Wie tue ich mich opfern? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay, so tue ich mich opfern. Klasse! Alter, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und doch gar keine Chance gegen den, Mann.
So, gut, stehen wir da und spielen ein bisschen Flöte, ne? Das ist natürlich cool. Gut. Klasse. Ja, ne. Das Problem ist so wirklich laden, das hilft mir auch nicht weiter, ne? Da ich nämlich kurz vor dem. Ja, deswegen bringt's mir einfach einen Scheißdreck. Auf gut Deutsch. Jetzt habe ich ein Problem. Diese Mission werde ich niemals schaffen. Alter. Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Das hat eigentlich alles keinen Zweck hier. Warte mal. Ohne Scheiß. Guck mal, ich berühre den Typ ja nicht mal. Hallo? Ich muss irgendwie an so eine kleinen Verschissene. Irgendwas mit Phoenix kommen, also um Ace wieder zu beleben. Tada! Irgend sowas. Das ist echt eine knorke Sache. Nur so haben wir ja hier das kleine Problem, dass ich nie im Leben mit den Kleinen hier überhaupt irgendwas verreisen kann. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bräuchte einfach ein paar von denen. Nein, da kann ich aber irgendwie Inventar, Ada, Ace, Summer Uniform. Ich muss schon sagen, ich habe echt einen ganzen Haufen Schrott hier. Ich muss mal nachschauen hier. Also, wir haben Inventar. Gegenstände. Ja, das stimmt hier schon alles. Gegenstände. Okay. Da haben wir jetzt eine ganze Esper-Autorisierung. Was zur Hölle? Lizenz zum Beschwören von Esper während militärischer Einsätze. Das ist schön. Ey, Sommeruniform. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir irgendwie keinerlei Phönix oder irgendwas zum Wiederbeleben haben. Überhaupt nichts. Das ist richtig kacke. Wie sollen wir das noch schaffen? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Gott, ist dieser schwach. Genau aus dem Grund, denke ich mir doch. Leute, 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 Leute. Und schon wieder ist eine tot. Wie wunderbar. Jetzt habe ich die alte Schrulle mit der Flöte. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Und schon sind wieder alle tot. Das ist eine richtige Scheiße hier. Ich kann nur höchstens zurück zum Titelbildschirm. Das Problem ist nur... Und dann... Ja. Warum lebt die noch? Warum lebt die auf einmal wieder? Kann man das irgendwann sagen? Klasse. Hätte ich das vorher gewusst. Gut. Jetzt haben wir das kleine Problem. Dass sie komischerweise lebt. Warum auch immer. Gut. Jetzt kann man über jemand erzählen, wie ich das schaffen soll mit Stufe 9 und der kleinen Energie hier. Das würde mich ja mal interessieren. Leute. Es ist echt zum Heulen. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt großartig was verreisen kann. Mal wieder sowas von langsam ist und schon tot ist, dass ich eigentlich nur sagen könnte,
northwest of the base. It is preventing us from pursuing the retreating Imperial troops. Gut, gehen wir halt zum Titelbildschirm diesmal, weil Laden bringt mir ja nichts, blöderweise. Gut, da habe ich mich sowieso aus jetzt festgefahren. Was haben wir denn hier? Munition, Mission, ja, klasse. Das ist richtig, richtig. Gut. Ich glaube aber, warum klingelt es hier an der scheiß Tür? Ich glaube, es geht ab. Soviel ich weiß, kann ich hier, glaube ich, an dem da einkaufen. Nö. So wie es aussieht. Doch nicht. Also sprich, habe ich mich hier richtig kacke festgefahren. Ist jetzt die Frage, wie mache ich das jetzt? Weil das Problem, dass ich ja wirklich momentan habe, ist, dass ich mit den dreien einfach immer überhaupt keine Chance gegen diese Maschine habe. Alter. Ohne Scheiß. Ist sie jetzt mit dem Messer? Nee. Das ist sie, ja. Mit der kommt man noch ein bisschen zurecht hier. Die ist einfach noch. Deswegen noch ein klein wenig Power im Arsch. Zack, 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 zack! Whoa. Klar. Und aufgestuft wird sie auch noch. Ich meine, so arg scheiße ist er gar nicht. Das ist echt gut. So. Das erzählt mir nur bitte jemand mal, warum die so viel abgezogen bekommt hier. Und warum dieser scheiß Übersoldat einfach nur hin und her springt. Also mal was Gescheites zu machen hier. Oberst Schmitz, komm her, ich mach dich so fertig, ich reiß dich aus. Nein. Ohne Witze. Es hat einfach keinen Sinn, Mann. Also entweder muss ich diese Reihe hier abbrechen. Und am besten komplett tilgen aus meiner Geschichte oder so. Oder aber... ich sollte es irgendwie da durchschaffen. Glory to the Militessi Empire! Base interior secure. Was ich allerdings bezweifle. Gut. Kann man jetzt irgendwann sagen, warum es hier jetzt nicht weitergeht? Sag mal ich. Irgendwann, ich sag's euch, irgendwann raste ich aus. Platzt mir der Schädel. Gut, das haben, hätten wir jetzt schon das dritte Mal gesehen, deshalb einfach mal überspringen. Was hat hier keinen Zweck? Ja, man sollte auch den richtigen Knopf drücken, nicht wahr, Leute? Alter, das ist doch ein richtiger Scheißdreck. Klasse! Ohne Scheiß. Das ist so. Wie soll das funktionieren? Neue Order, halt die Backen.
Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Gut. Dann sagen wir mal, gibt das heute eine ziemlich kurze Folge. Ich muss das Ganze jetzt nochmal analysieren. Und wenn es richtig kacke läuft auf gut Deutsch, muss ich wohl eine neue Reihe anfangen. Und diese hier aus meiner Historie tilgen, weil dadurch, dass ich alles auf demselben Platz gespeichert habe, ist das echt ein bisschen kacke, ne? Uiuiui. Gibt's hier keine Phönixfeder oder irgend so ein Pfeff. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Gut, ja. Dann würde ich schon mal sagen, war's das. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.